Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zu einem Let's Play Landwirtschaftssimulator 2017. Ja, wir sind wieder mal auf dem Morrisland unterwegs in unserem Produktionsspezial und wir sind bereits in Folge 48 gelandet und wir werden jetzt durchschalten, bis wir brechen. Nein, bis wir... Nee, da auch nicht. Immer noch falsch. Alles nicht gut. Bis wir da landen. Dann werde ich hier die Schaufel ein bisschen hoch machen. So. Und dann werde ich einfach auf das dazu fahren. Mal gucken, was er kann, wie er durchkommt. Hat er genug Saft für den ganzen Spaß? Ich werde es hier jetzt anzugleichen wissen, glaube ich. So. Tour 1. Tour 2, hier rüber. Ich muss natürlich jetzt mal die Hilfe anmachen. Ich dachte, wieso wollt ihr ohne Hilfe fahren? Nee, aber guck, ich sehe unten in der Hilfe die Verdichtung. Ne? Das sehe ich sonst halt nicht. Ich kann ja auch eine Woche fahren und dann weiß ich auch noch nicht, wie weit ich bin. Ja, ich verteile das hier ein bisschen, aber ihr seht selber, ich habe es auch extra so gelegt, dass man es verteilen kann. Wir haben an der Außenspur vielleicht ein kleines bisschen minimals Probleme, dass es ein bisschen nach außen rücken kann. So. Aber auch hier haben wir halt noch Platz. So. Ja, er macht das eigentlich ziemlich gut, würde ich sagen. Da können wir schön mit drüber heizen. So. Fahr extra mal, ne? Rückwärts oder so nicht hier. Wir werden den ganzen Spaß hier nachher mal eine schöne Runde durchschaufeln. So, mal gucken, ob wir das hier ein bisschen flacher kriegen. Ja, ist kein Slouch, sondern er kann das schon. Ich selber selbst die höckeligen Dinger hier. Ich kann natürlich jetzt versuchen, die Berge hier ein bisschen zuzufahren. Die kleinen Lücken hier zu schließen, dass eine vernünftige Verteilung da ist. Ich halte mich jetzt möglichst hier immer in Bewegung. Wir müssen natürlich jetzt unsere Jungs im Auge behalten mit unserem... unser Drescher mit unserem Raps halt, ne? Die müssen wir natürlich im Auge behalten. Ja, wie ihr seht, versuche ich so ein bisschen die Hügel ein bisschen auszubügeln. Mit der Schaufel hier dann einfach nachher einmal vor lang ziehen. Verdichten läuft eigentlich einigermaßen gut. Wir sind schon bei 40%. Da hätte ich vielleicht mit mehr Problemen gerechnet, vor allem, dass er nicht, vielleicht nicht über ganz so gut durchkommt, aber unser kleiner New Holland hier, der gute 170er, der macht hier voll seine Arbeit, kann ich anders sagen. Ist so gut dabei, unterwegs. Und wie ihr seht, auch nicht unbedingt langsam. Ne? Also wir schmettern hier schon ganz schön drauf lang. 25 bis 30 drauf haben immer. Haufen Silage, Haufen geht. So, die ersten Jungs, die laufen gerade so Richtung voll. Der Fendt ist der sein, der voll ist, 85%. Den John Deere haben wir hinterher erst hereingebracht. Aber ich bin halt guter Dinge, dass wenn wir den leer machen, dass wir im nächsten Zyklus, bevor wir ihn wieder leer machen müssen, hier auf jeden Fall den Spaß erledigt haben. Ey. Das hat doch schon mal was. Ich glaube nicht, dass wir es jetzt noch schaffen. In seinen letzten 8%, es sei denn, er hat noch eine Wende, das könnte natürlich dann klappen. Da steckt, ah, der Prozentsatz hält sich, vielleicht hat er sogar, ah, da kommt wieder der Prozent. Ja, der andere ist auch zu 80% voll, okay. Ich
Ja, ich fahre jetzt einfach hier schöne 8. Man muss übrigens nicht unbedingt zwangsweise überall gewesen sein. Da muss halt nur eine gewisse Zeit mit einer gewissen Menge an Gewicht oder ein gewisses Maß an Druck halt dann dementsprechend hier hingefahren sein. Das ist das Verdichten, mehr ist das schon gar nicht. Und das tun wir hier gerade gewillt. Das ist bei 97%. Hier bei 87. 98 hält sich noch wacker. 99. Gleich wieder rufen wir es voll. Ja. Wie gesagt, das ist auch nicht das Problem. Das werden wir dann eben ratzfatz leer machen. Ich weiß jetzt gar nicht, ob ich beim richtigen bin oder nicht. Doch, stehe ich genau richtig. Wunderbar. Der andere wird schon bald so Richtung voll gehen gleich. Der andere LKW. Und dann werden wir natürlich sehen, dass wir möglichst schnell Biodiesel produzieren. Ne? Spätestens wenn es dunkel wird, in über Nacht möchte ich gerne mindestens 2 volle LKWs voll in der Biodieselproduktion haben. Die dann auf jeden Fall über Nacht den Spaß da durchlaufen lassen. Genauso werde ich dann den Palettenspaß und sowas nochmal gucken, beim Holz nochmal gucken, beim Hackschnitzelbereich nochmal gucken. Das muss alles für die Nachtaktion vorher sein, genau wie die Tiere fertig sein müssen. Das ist also alles nicht so einfach. So, wir haben jetzt hier die 20% unterschritten schon. Da sind wir bei 10, er ist gleich sofort leer. Der andere hat den Vorhang auch voll. So, er ist jetzt fertig. Den fahre ich jetzt schön rückwärts. Das klappt einigermaßen gut. So, das reicht, um nicht im Weg zu sein. Da ist der andere und seiner steht, oh, auch hier vorne. Ihr seht, das ist schon bei 72.000 Liter. Gleich werden wir hier bei über 80.000 Liter sein. Also eine, vielleicht noch eine zweite Ladung, dann bringen wir den Spaß schon weg. So schnell geht's, ne? So, auch werde ich jetzt auch nochmal dabei bleiben. Ich werde in der Zeit bei den Tieren mal im Menü gucken, in der Zeit, wo wir ihn hier abtanken. So, Kühe, Produktivität ist Arsch. Das liegt einfach stumpf daran, dass sie momentan kein Kraftfutter haben und auch keine Silage haben. Aber die Silage verdichten wir gerade erst. Die Jungs hier sind fit, das ist kein Problem. Die Jungs hier mögen auch nicht, was sie sehen, weil die haben einfach keine Kartoffeln. Das ist die ganze Geschichte, ne? Die haben keine Kartoffeln. So einfach ist das. So, ja, Gülle ist nicht so riesig berauschend viel drin. Mist irgendwie auch nicht. Milchtank minimal. Also werden wir überall keinen Stress draus machen können. Produktion ist hier auch noch ziemlich Arsch. Das liegt natürlich, wie gesagt, das wird eine ganze Menge ausmachen, wenn wir das hier auffüllen können. Und die Futtermische schmeißen wir ja auch als nächstes an. Ne? Was uns hier fehlt, eindeutig ist, wir müssen tatsächlich gleich mal drauf aufgehen und tatsächlich mal Kartoffeln oder sowas machen. Weil ich glaube, wir brauchen auch gedämpfte Kartoffeln eh woanders noch für. Und dann können wir den ganzen Kram an die Wege leiten. So, ja, hier ihn kommen wir fix noch wieder raus. So. Wir müssen jetzt lauter Kleinigkeiten noch immer erledigen. Die größte Kleinigkeit ist, hier durchzuschalten. Da waren wir. Und dann gehen wir mal schnell ganz durch. Wir dürfen ihn gleich schon wieder haben. Da ist er. So. Wir wollen eben ratzfatz die letzten 8% hier verdichten. Dann machen wir die Luke nämlich zu und parken ihn da vorne. Weil die Menge Mist, die wir bei den Tieren hatten, die lohnte sich, glaube ich, auch nicht gravierend, dass wir mit ihm hier losfahren. 98%, ihr seht, das hat hier wunderbar alles reingepasst. Wir haben komplett verdichtet. Fahren wir mit ihm hier raus, so. Gucken noch einmal kurz, habe ich Misthaufen was unterschätzt? Ne, das sind gerade 1000 Liter. So, wir fahren unsere gute Variante einmal runter. Warum er da so geknickt steht, weiß ich nicht. So, gut, aus damit. Falsch, wollte ich gar nicht, aber ist egal, mache ich dann auch mal wegen von hier. Wir flitzen dann nochmal hin.
Ja, er kann auch schon bald an seinen Arbeitsplatz, der noch keiner ist, weil er natürlich erst auf eine Stufe noch warten muss, leider. So, aber hier sind wir richtig und da haben wir es zugedeckt. Und das ist alles, was zählt. Jetzt haben wir irgendwie, weiß ich, eine halbe Million oder mehr an Silage an Arbeiten. Das dauert jetzt auch egal wie lang sozusagen. Das entscheidet sich so. Moment, mir fällt gerade was auf. Hier gibt es doch garantiert auch. Oh Gott, 1000 Knöpfe zum Drücken. Gott, ich kann das Licht einzeln. Achso. Nö, will ich nicht. Seitenrollos. Wow. Okay. Monitore anmachen, allen drum und dann. Das war jetzt klar, dass das kommt. Das mache ich aus, aber das war gar nicht meine Intention. Was gibt es hier alles noch für Knöpfe? Beifahrersitze klappen und so. Ist ja super cool. Was das hier schön ist? Irgendein Fach zum Aufmachen. Ich kann das Fenster nicht aufmachen. Ja, das ist nun katastrophal. Fenster nicht aufmachen. Aber Dachluke geht auf. Hier geht nichts auf. Und hier, das ist das Wichtigste. Ja, das geht auch auf. Sehr gut. Gut, dann haben wir schon das erreicht, was ich machen wollte. Ja? Frische Luft oben, unten. Ja, wie können wir den Traktor ohne frische Luft haben? Das auch nicht. So, gut. Ihn fahren wir jetzt mal. Schmeiße ich hier vorne hin. Er wird dann. Das Feld dementsprechend fertig machen hier. Ich glaube, ich habe auch noch einen Fehler gemacht. Ne? Ziemlich sogar. Ziemlich großen sogar. Das mit dem vollen Tank ist mir jetzt gerade sogar vollkommen Schnuppe. Ich weiß gar nicht, warum ich mit ihm hier stehe. Wir haben doch hier feldmäßig. Ups, vorbei. Haben wir Feld 9 angesägt, aber Feld 8 ist doch auch fertig. Das kann auch längst weg fertig gemacht werden. Oh Gott, lass uns bloß schnell losfahren. Ich krieg die Krise. Am besten fahren wir noch irgendwo gegen. Nein. Doch, ich fahre gegen. Dieser blöde kleine Ast, das gibt's doch gar nicht. Mein Traktor ist 11 Mal so hoch, der geht da durch. Aber die Sämaschine bleibt dran hängen. Das muss mir einmal einer erklären, wie das funktioniert. Ja, okay, die Sämaschine ist ein kleines bisschen höher mit den Rädern, ich stehe es dazu. Aber trotzdem, das ist nun wirklich, ne, Haare spalten so ein bisschen, oder? Wir hätten längst ganze Zeit die 8 machen können. Ja, aber es ist ziemlich egal, weil wir werden die 8 machen und zwar mit. Hier kommt da, es geht, hier kommt da Weizen hin. Vergiss nichts. Haben die 9 fertig gesät und fahren zwar 11, dabei hätte er gar nicht warten müssen. Wir hätten die 11, wir hätten die 8 schon halb, dreiviertel fertig haben können, ey. Wie bescheiden ist das denn? Eine Frage kann man jetzt natürlich sich stellen. Wenn wir das jetzt düngen, dann hier mit Grubbern sehen und nochmal düngen, ob wir den Part schon erledigt haben. Puh, das probieren wir aus. So, rein hier. Daran. Hobby. Bisschen hier. Oh Gott, hier steht noch ein bisschen Grünzeug. Das ist natürlich jetzt dürftig. Aber wir werden mit leben. Ich weiß jetzt nicht, wie groß er wird. Ja, das sind immer diese Scherzsprüche. Ich weiß, vergesst es. Sagt nichts, ich weiß Bescheid. Wie ihr seht, wird er ziemlich und zwar groß. Ich war auch fast gar nicht mal so schlecht mit meinem hier ranfahren. So. Wow, okay. Also das Rückwärtsfahren mit denen ist ein Traum, habe ich das erwähnt. Ich kann nicht rückwärts fahren und dann ist das hier noch genialer.
Also ich muss zugestehen, ich werde dieses Zurückfahren jetzt als Sieg feiern. Denkt euch da nichts bei. So. Und Helfer an. Düngt das? Ja, er düngt. Hat er keine Ahnung von dem, was er hier macht? Ja, hat er. Er hat absolut keine Ahnung von dem, was er hier macht anscheinend. Hauen wir jetzt gegen Baum. Definitiv und garantiert. Warum dreht er da wie der letzte Spacko jetzt weg? Können wir das dann erzählen? Er hat doch angefangen, oder nicht? Der Helfer lief doch. Und der ist gestartet, oder sehe ich das falsch? Ja, ist er. Also, ich mach das Ding jetzt an. Jetzt läuft es. Ich fahre. Und ihr seht, ich dünge. Das war nicht super schnell, aber er tut's. Und es wird dunkel. Also mache ich den Helfer an und der macht weiter. Ja, aber wir sind leider schon wieder am Ende der Folge. So schnell geht's. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Würde mich sehr freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder mit dabei seid. Würde mich natürlich auch sehr über ein Abo freuen, über einen Daumen nach oben, wie auch einen Share, wenn ihr sagt, das hat's alles verdient. Und dann bedanke ich mich natürlich recht herzlich bei all denen, die mich auch mal freundlich schon unterstützen. Und sage denen vielen, vielen Dank und bis zum nächsten Mal.